herzlich willkommen zur 190. Folge Subsistence mit Heiko, Miri, Julia und Manu. Hallo ihr vier. Hallo. Hallo. Leute, noch 10 Folgen, dann sind wir auf 200. Und dann ist Schluss? Ja, dann ist Schluss. Okay. Die 10 Folgen ziehen wir heute noch durch. Ach, wenn ich... Ich muss weg. Nein, das schaffen wir nicht. Also solange wir noch gesehen werden wollen, würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Ja, klar. Mhm. Solange der eine Zuschauer noch weiterhin kommt und guckt. Tapfer durchhält. Und kommentiert. Solange genau, wir den bezahlen auch können, klappt das. Okay, ich habe jetzt hier noch 3 Suppen drin. Okay, und dann gehe ich mal wieder spazieren. Ja, eigentlich müsste ich ja mal ein bisschen tauchen. Ach nee, tauchen brauche ich ja auch nicht. Ach ja. Gott, das soll ich das weg. Oh! Es wächst nicht. Also wenn Wasser drin ist, wächst es doch. Was für ein Phänomen. Hm. Ja, so langsam kommt sie dahinter, wieder zu funktionieren. Ja, ne? Stück für Stück. Mit 190 Folgen ist das eigentlich auch noch vertretbar, ne? Das ist doch im Rahmen. Ist doch im Rahmen, ja. Bleib doch stehen, du blödes Huhn. Ich will dir fangen. Tut dir nix. Nimm dich, du steckst. Ja, scheiße, Wolf. Lassen wir das. Hau da ab, du doofes Vieh. Klingt sehr vertrauensvoll. Doch, ja. Ich bin so ein Genie. Wie war das bei Rüdiger Hoffmann, ne? Mit dem Senf. Mit MF? MPF. Da war ich doch mit einer Bekannten im Restaurant und habe sie gefragt, ob sie mir mal den Senf rübergeben kann. Da sagte sie Senf? Mit M? Also wenn du jetzt Senf meinen würdest, mit N, den man aus der Senfpflanze gewönne, ja, dann aber Senf? Am Ende muss dann feststellen, dass man diesen ominösen Senf auch speisen kann. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich habe neue Baumwolle jetzt wieder da. Ich kann jetzt wieder sterben. Ach so, ja dann. Dann gutes Gelingen. Ja, ja, ich gebe mir Mühe, ne? Ich weiß. Hallo? Oh, meine Kristalle sind noch nicht durch. Steht doch in deinem Zeugnis, du warst immer bemüht. Sie war stets bemüht, war klar. Ach, Gott, nee. Ich muss doch mal kurz gucken, was meine Werkbank sagt. Das ist ja auch mal so ein Ding, ne? Kann die reden, ja? Wusste ich schon. Ja, die kann. So, würde so gerne mein Gewehr aufwerten. Oh, Wolf, haut doch ab, ey. Was brauche ich da? 3 Seile? Oh Gott. Oh Gott. Die Seile ist nicht das Problem. Was? Die Barren sind das Problem. Die Barren? Ah ja, gut, ja, wenn. Hast du auch irgendwas gemacht, oder nicht? Ich hab dir meine Dings gegeben für die Kletterhaken. Ah. Aber das ist nicht schlimm. Alles ist gut. Ich mach das schon. Man muss ja auch noch Ziele haben, ne? Es ist ja nicht so. Ja, ja. Wird ja sonst langweilig. So, Süppchen ist Mangelware, also. Zumindest. Was ist Mangelware? Eisen. Achso. Was machst du eigentlich hier? Hast du kein Zuhause? So. Jetzt hat er ein Zuhause. Da ist eine blaue Tasche. Die könnte ich doch gebrauchen. Plopp. Das Täschchen gehört mir. Hast du wieder ein Krokodil gefangen? Aber der Level 2 Wolf steht nah. Ach, siehst du, mein Pfeil habe ich auch schon zurückgekriegt. Weiß gar nicht, was ihr habt. So, was hast du denn bekommen, ne? Erzähl. Ein Pfeil war da drin. Und Gunpowder. Ja, und bastel deine Munition gefälligst selber, ne? Ja, was glaubst du, wie ich das mache?
Ich hab einen Haufen Gunpowder, aber nicht mehr. Ja, meistens fehlen dann die Hülsen. Ja, genau. Ja, so immer, ne? Die kann man doch bauen, oder nicht? Sorry, ich brauch mein... Kannst du, aber die sind, glaube ich, irrsinnig teuer. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da brauchst du irgendwie 250 Zink und 800 Eisen für eine Hülse oder so. Ey, das Mimimi ist echt groß in euch, oder? Ja, wann merkst du das jetzt erst? Wir sind ja bei dir lange genug in der Lehre gewesen. Da denke ich immer an Satan, da kommt immer rein, na Frau Mimimi. Ich weiß gar nicht, warum du das sagst. Dabei ist das Frau Gnäh. Dabei bin ich gar nicht Frau Mimimi. Nee, eigentlich nicht. Was Frau Gnäh darauf kommt. Das weiß ich auch nicht. Warum läuft jetzt hier eigentlich ein Wolf rum? Weißt du was, Wolf? Ich wollte mir auch noch mal einen Recurve-Bogen machen, ne? Ach ja. Will so vieles, wenn der Tag lang ist. Hatte sich eigentlich jemand hier die Lockpick-Kiste geholt? Nein. Habe ich gar nicht gehört, dass da eine ist. Hab wieder nie aufgepasst. Oh, ich hab gesagt, eine Holzkiste, die erste in dieser Session. Was ich ist denn schon? Ich hab letzte Folge gesagt, zweimal, dass ich an der vorbeigelaufen bin. Ja, ach so, ja. Aber ich weiß ja nicht, wo du da vorbeigelaufen bist. Ja, zu Hause. Wo laufe ich denn? Denn? Das weiß ich doch nicht, wo du läufst. Ja, wo laufen sie denn aus der Karten? Ja, wo laufen sie? Oh, hier schlägt jemand was. Noch eine Holzkiste. Hier ist jemand am Schlagen. Sandstein. Wer sollte ich ja vielleicht hier unten tun? So. Muss ich mal meine letzte Suppe noch am Herd nehmen? So weit weglaufen waren nämlich nicht drin, ne? Stimmt, schnell nach Hause, ich habe auch noch Suppe im Ofen. Oh. Oder habe ich doch schon. Hä? Wieso ist. Habe ich dich doch schon weggestellt? Ach, ich bin so blond. Oh. Das grüne Zeug da drin ist die Ecksuppe. Nee, ich habe die ja schon rausgenommen. Ich bin echt heute wieder neben der Spur. Heute? Was wollte ich mir eigentlich immer erzählen? Nix. Was? Ihr seid nicht freundlich. Doch. Aber immer freundlich. Immer. Freundlich. Freundlich. So, was ist das? Eine Erdbeere. Oh, guck mal, da oben läuft ein Elch. Guck mal, Heiko, da oben läuft ein Elch. Hörst du den haben? Und ich bin ein bisschen angeschlagen. Das Wasser war bedauerlich. Das Huhn. Und es lebt noch. Ich sehe aber den Level 1er. Oh. Nein, dann nichts. Aber er kommt auf mich zu. Er kommt auf mich zu. Das ist aber schlecht. Hält nicht so an. So, was ist das hier? Was ist das? Ich hab nicht noch mitgenommen. So, der ist jetzt angeleckt. Wie geht? Der gehört mir. Oh, eine blaue Kiste, meine erste, und dann auf meiner Terrasse. Oh, schön. Ja. Eine Patrone, eine 9mm Patrone. Wahnsinn. Ja, das ist schwer. Da jetzt also die Weltherrschaft mit an mich reißen. Schon wieder ein toter Hunter. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn du triffst, ja. Direkt. Da musst du aber genau zwischen die Augen treffen. Hab ich auch, ja. Ups. Oh, ich habe keine Schiene. Verband anlegen. Ich muss nach Hause, humpeln. Hat er dir einen verbraten? Na gut, dann humpeln wir halt nach Hause. Quatsch, warum rumpeln? Ach, warte, da, hier einmal ein Stöckchen. Oh, das lebt. Tatsächlich. Ja, jetzt haben wir drei Stücke. Warte mal, abbrechen. Oh, Schiene. Jetzt hätte ich beinahe meinen guten Verband genommen, ey. Mhm. Ach so, ja. Und? Ja, wenn man das beinahe weiß, meinen guten Verband genommen. Viele wissen das gar nicht. Nein, dass man den Stoff auf die Stöcker ziehen muss, damit man eine Schiene kriegt. Ich wusste ja auch irgendwie Heiko, ne? Du warst das. Ich wusste das auch nicht. Ja.
ein Level 2, was weiß ich. Ja, klar. Du brauchst dann Verband und du brauchst halt den Verband nicht. Ja. Im Verband braucht man zwei Stoff. Oder man ja, aber den genau. Stoff auf die. Du brauchst bloß einen Stoff. Brauchst nur, einen Stoff. Man spart einen gleich. Stoff. Ja, genau. Du musst ja noch warten. Ja. Wenn du beispielsweise eine lange Bauschleife hast, beispielsweise Bretter und brauchst einen so schnellen Verband, ist das schon schlecht. Ja, das stimmt. Du ziehst ihn drauf und hast ihn gleich. Zack, fertig. Ja. Ich habe einen Level 1 Elch geschossen. Super. Ich habe endlich wieder einen Elchbraten in meinem Schrank. Ich weiß gar nicht wohin, vor lauter Freude. Na, einen habe ich glaube ich auch. Aber es waren nur ein Dreibeiner. Wie immer. Ja, der Puma also hatte eben auch nur vier. Es war ein Mann. Ein ganzer Mann dank Schappi. Jetzt auch flüssig für zahnlose Hunde. Die armen Männer schon wieder. Ja. Wo sind die denn arm? Ja, aber eigentlich ist das ja auch nicht so schlimm. Meistens, wenn man die dann so richtig hochnimmt, dann lachen sowieso nur die Frauen, weil die Männer das nicht verstehen. Also irgendwie sind wir nicht nett zueinander. Das war noch nie anders. So. Ich bin immer nett zu allen. Ach du Schande. Merkt nur nicht. Aber nur manchmal. Ich habe eine Erdbeere gefunden. Ja, ich freue mich. Hurra! Das kam jetzt aber nicht so überzeugend rüber. Das Hurra, ja, das stimmt. Nee, das freue mich. Ich freue mich, dass du ein Erdbeerchen gefunden hast. Mhm. Wie Braunbärchen oder Schwarzbärchen. Ja, die laufen ja auch. Aber mal ganz ehrlich, ich sehe nur Braunbären, ne, zurzeit. Also zumindest auf dieser Seite. Die sind alle bei der Julia, die Schwarzbärchen. Ach so. Hatte ich auf Arbeit. Ach, Julia hat da Exklusivrecht, oder was? Habe ich das Gefühl gerade. Was? Wie? Ich? Exklusivrecht? Wofür? Schwarzbären. Ich habe einen gesehen. Ja, du hast einen mehr gesehen als wir alle. Na, siehste? Nee, Schwarzbären habe ich hier. Also, dann sind die alle bei der Mahnung, okay. Aber Hühner laufen hier jede Menge rum. Ich habe auch gerade eins gesehen. Oh, jetzt lauft er zu dem Bär. Was ich gerne fangen würde. Die sind ganz schön auf Draht, die Drecksviecher. Vor mir das Hühnchen, was ich jage, hinter mir der Bär, der rumrumt. Andere Seite, andere Seite! Ja, da lang, komm, so ist gut. Muss nur richtig schreien, dann hören die. Ja, Wolfgang, schön. Wolfgang, ich habe keine Zeit jetzt. Ich muss Hühnchen jagen. Komm schon. Lass mich. Geht dann ja, vor mir Hühnchen. Hinter mir Wolfgang. Hühnchen, lauf. Schneller. Nee, bleib stehen. Was denn nun? Hühnchen hab ich. Wolfgang muss ich loswerden. Eieieiei. Ach Gott, nee. Oh, was bist du denn für ein Kistchen? Grün. So, was ist denn? Ich hab einen Tomatensamen bekommen. Nicht mal. Könnt ihr ruhig mal riechen. Ja, es müssen die richtigen Leute mal ihre Beete gießen. Ich hätte es nicht. Das hab ich doch, es hilft nichts. Wir haben eine totale Dürre. Aber ich bin mal ganz froh drum. Den Lärm, den brauche ich jetzt echt nicht. Das Mimimi ist groß in dir, oder? Aber... Aber das heute steht Nacht in riesigen Lettern, ne? Schwebt über das ganze Spiel. Guck mal, Himmel. Nein, das sind keine Chemtrails. Das ist mein Mimimi. Mich erschlägt gerade der eine Zacken vom M. Ja. So, gegossen. Also, mit bisschen Glück, ne? Kannst jetzt anfangen mit Regnen. Mal gucken, was die Hühner hier noch brauchen. Wollt ihr wirklich Regen? Dann gieße ich doch lieber. Ja, dann kommst du dann auch bei mir vorbei, ne? Nö. Was heißt hier nö? Wenn ich deine Beete gieße, ne? Dann ja. Werden die gleichzeitig gedüngt. Ah. Die sind,
Auflösung des Rätsels Natursekt. Du willst da reinpieseln, dann gehen jetzt die gleich ein. Das ging ja schnell. Die gehen dann ja ein. Extra. Soll das nicht bei Tomaten wirken? Also, die werden dann gelb. Ja, und ich bin dann nachher gelb, oder was? Gelb ist... Ach, da, ja. Ach, dann machst du Nierchen dazu, dann merkt das keiner. Oh, Gott. Irgendwie... Ihr seid echt sadomasochistisch veranlagt, kann das sein? Nein. Was? Nein, Sadomaso für die Seele oder sowas. Nur Sado. Maso bleibt dir überlassen. Ein Traum. Ein Traum, ja. Höre das Bärchen. Wo ist es? Irgendwo unter mir wahrscheinlich. Ah, so langsam wären meine Toschkas fertig hier, ne? Aber es dauert echt, ne? Achso, ich sollte vielleicht mal was trinken und essen. Und Holz nachwerfen auch. Trinken. Süppchen. Ein Süppchen. Ein Ei mit Steak. Ich muss gleich mal gucken, was braucht man denn für den Pott? Das war wieder so viel, ne? Ja, Millionen 65 Barren. Eisenbarren. Millionen? Oh, ich höre, aber ich weiß nicht, wo irgendwas so. Bärmäßig ist. Der ist unter dir. Ah, ja, ich sehe dich da hinten schon, ich hau lieber ab. Der ist unten. Der ist unten auf der anderen gegenüberliegenden Seite von hier aus gesehen. Und das ist ein brauner. Ja, mir egal, ich bin weg. Ja. Da war eh kein nix drauf auf dem. Ja, nee, was glaubst du, woher ich weiß, dass dein Bär war? Aha. Ich denk, was ist denn hier los? Ich höre nur Grillen zirpen, stehe mitten in der Sahara. Alles schon abgefräst hier. Abgefräst. Aber keine große Ausbeute, kann ich hiermit sagen. Soll ich sagen, warum? Weil du auch schon da warst. Weil ich auch schon da war. Ernsthaft? Oh, ihr seid Traummitspieler, ehrlich. Ja, wenn jeder an sich denkt, ist allen geholfen. Ja, eben. Ja, ich merke das schon. Oh, herrlich. Ich merke das schon. Alle Männer sind selbe Ziel, das hier, aber ist erstaunlich. Hallo, haben Kind zu Hause, Leute. Ja, echt. Unmöglich. Ich muss ja irgendwie an Metall kommen, ne? Das möchte ich noch sagen, bitte sehr. Das mit dem Saftladen haben sie schon gesagt. So, komm schon, sau ich mal warm. Eingefresse. So. Es ist gerade hier. Aber ich bin auch der schlauen einer, ne? Warum? Was? Ich mach mir, wenn es hart wird, wenn's haarig wird, mache ich mir eine Krücke. Ja. Aber ich mache auch nur eine. Es wird nicht mehr, ne? Das ist wirklich. Ja, reicht das nicht? Ja, ja, ich brauch's ja nicht selten. Also nur wenn ich brauch die öfter. Echt jetzt? Was machst du denn? Springst du vom Dach oder was? Und wenn du Verbände bei hast. Weißt du, wenn du dir ein dreistöckiges Haus baust, ne? Und keine Treppen, sondern überall Leitern, ja, okay, dann kann das sein, dass du eben öfter haushaltsmäßige Unfälle erleidest. Du meinst, ich stolper über die Teppichkante, ja? Das versichert doch keiner, echt. Auf der Spielwiese ist eine Lockpick-Kiste. Eine Bockle-Kiste? Und es sind noch 11 Minuten Zeit. Stehen sehen. Hören. Ich bin gerade so weit weg. Aber ich glaube, ich gehe mal nach Husma. Mal. Der Tag neigt sich dem Ende, oder? 11. Hat 11. 11 Uhr? Ich steht am Himmel. 11 Minuten ist ja noch lang. Ja, mal gucken, vielleicht komme ich rüber. Komm doch mal rüber. Wow. Soll ich hier drauf stehen bleiben? Ja.
dauert nur ein bisschen. Optimal. Kann lange stehen, der Mister. Ja, ich fürchte sowas. Ja, ich bin ja auch da. Kannst du dran festwachsen? Ja. Ich gehe über die Brücke. Dann. Du musst aber Maut bezahlen bei der Brücke, das weißt du, ne? Wer hat die Brücke gebaut? Der war aber auch. Wer war denn das? Wer hat das? Heiko, oder? Nee. Doch. Die Brücke habe ich gebaut. Du? Ja. Doch, echt diese? Ja. Das ist jetzt wieder Kack, der. Ach, Mann. Das ist keine Zeit für dich. Geh weg. Haben wir überhaupt jemals Zeit für dir? Ja. Das stimmt. Das stimmt auch nicht. Von meinem Haus? Ja, warte, ich gehe jetzt über die Brücke. So, Telefonzelle denn? Sagt dir was, ne? Nö. Nö. Machen wir keine. Beruhigend, klar, meine. Ach was. Echt? Selbstverständlich über die Telefonzelle. Aber Alzheimer ist immer noch besser als Parkinson. Man kann lieber vergessen, den Bierdeckel zu bezahlen, als die Hälfte verschütten. Oh. Ich wohne ja auf der anderen Seite. Ja, da darf man dann auch Parkinson haben. Und Alzheimer. Telefonzelle ja nie. Oh. Doch, jedes Mal, wenn du auf deine Karte guckst. Nee. Guckt's ja nicht, das ist das Problem. Eben, ich kenne den Weg. Ich kenne den Weg, ja. Ich stehe hier vor der Lockpick-Kiste, ich könnte produktiv sein. Ja, wo denn? Ja, ja, ja. Mach mal nicht die Welle hier. Wo bist du denn? Auf der Lockpick-Kiste, hast du doch gesagt. Wo ist die Telefonzelle? In der Nähe der Lockpick-Kiste. Wenn du bei der Telefonzelle bist. Sage bitte Bescheid. Da kommst du schon. Brauchst du 2 Groschen zum Telefonieren? So, blaue Kiste. Guck mal rein. Viel Vergnügen. Heute. Danke. Schrott, Schrott und Schrott. Das ist gut. Schießpulver. Olma Schießpulver. Bitte. Oh, bist du noch hier? Nee. Dann komm mal hier. Dann kann ich dir direkt. Bitte? Ich bin nicht hier. Ich muss Holz klopfen. Willst du deine Munition nicht? Ja, dann nehme ich sie wieder mit. Kannst du ja auch bei mir rin tun. Du weißt doch, wo ich wohne. In die Kiste aber, ja? Und dann kannst du hier vorbeikommen, Brückenmaut bezahlen. Was das kostet? Was war eigentlich in der Lockpick-Kiste? muss ich mir Gedanken machen, wenn in einer blauen Munitionskiste Nägel drin sind? Wo ist eine Nagelpistole? Eine Nagelpistole? Oh, eine Nagelpistole wäre ja mal richtig geil, ne? Nägel, ja, ich möchte die haben. Also brauche ich eine Nagelpistole. Ich würde ganz, ganz viele Mickeys machen. So. Man könnte ja auch mal ein Nagelstudio aufbauen hier. Ich würde mit Nägeln um mich schießen. Nee, dann musst du nur Rotlicht haben. Was willst du von meinen Hühnern? Och, nix. Sprich. Steht da vor uns, Sabbat. Blöder. Rückzahlung. Was? Warum? Rückzahlung war das. Warum? Halt die Klappe. Du hast doch gesagt, du hast nicht. Deswegen. Ich hasse dich doch nicht deswegen. Hallo? Du hast sie nicht mehr, weil du sie mir gegeben hast. Also habe ich sie dir. Du bist doch bescheuert. Nimm die doch. Du brauchst die doch für deinen Topf. In den Topf müssen auch Dreckstomaten. Die habe ich auch nicht. Oder wieder nur ein Mini-Me. Eine neue Sorte, Dreckstomaten. Es gibt Fleischtomaten, aber Manu züchtet Dreckstomaten. Die sind braun. Und lecker. Lecker. Knochen bist du auch geil. Oh Mann. Lecker Dreckstomaten. Da war sonst echt nur Scheiße. Scheißtomaten. Es wird nicht besser irgendwie. Nee, nee, nee. Oh Mann. An meinen Regen. Ja, schon mal was. So. Ich behalte mein Gewehr auf. Ich behalte mein Gewehr auf. Oh. Heul doch. Siehste? Ein Traum wird wahr.
So. Ich könnte. Ich habe einen Punkt auf meinem Gewehr. Was hast du? Einen Punkt auf meinem Gewehr. Ja, schön. Putz doch mal die Brille. Dann guck doch mal. Die Brille oder den Bildschirm? Ja, weiß ich nicht. Beides am besten. So. Oh, guck mal jetzt. Ich hätte bei dir mal eine Runde essen sollen. Ja, hättest du machen sollen. Vergessen, ja. Ess ich mir mal. Ich teile mein Süppchen mit dir. Das war bei dir. Ja, ne? Würde ich nicht mit jedem tun. Wird es jetzt dunkel oder was? Lieber sauer. Langsam, ja. Ja, 4 Minuten. Toll. Habe ich so ein Stäbchen dabei? Nein. Hilft das Stäbchen? Nein, damit blendest du dich. Du wirst so blind von diesem Stäbchen, aber den Weg siehst du trotzdem nicht. Aber alle anderen sehen dich, vor allen Dingen Hunter und so. Ja, genau, die sehen dich. Auf der Map sogar schon. Die Hunter können auch auf die Map gucken. Das ist das, was ich... Oh, es regnet, ist euch das aufgefallen? Oh, jetzt merkst du das schon. Also, du machst in deiner Info, es regnet schon ein bisschen länger, aber das macht nichts. Schimpft ihr gerade mit mir? Nein. Nein, wir sind eher verzweifelt. Wir machen uns nur über dich lustig, das ist schön für dich. Lach einfach mit, ist egal. Okay. Das ist in Ordnung. Her? Ich bin tot. Ups. Wo? Im Wasser. Im Wasser? Ich hab den Bär nicht gehört. Ja, das ist wegen, wenn es so regnet. Ich hab was abgeschlagen. Ich hab ein Metall abgeschlagen. Ich hab den Bär nicht gehört. Ich hab ihn gesehen, als er über mir stand, wollte weg. Da war es dann leider zu fett. Das ist schlecht. Meistens. Bei dir oder wo? In der Nähe? Gegenüber von Manu. Da wohnst du. Der anderen Seite gegenüber von Manu. Da ist kein Wasser. Doch, im Fluss. Da ist kein Wasser. Ja, dann müssen die da hinten helfen. Ich bin raus. Ich muss aber auch raus. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier eigentlich... Achso, hier oben bin ich. An der Brücke jetzt. Wie ihr alle hier schreit, um ihr zu helfen, ne? Na, pfff. Ja, müssen erst dazu. Ich überlege erst, wo das andere gegenüber ist. Das kann ja auch auf der anderen Seite sein. Richtung Brücke oder Richtung mir? Ja, das war ja dir und Manu. Da, wo der Fluss in den See mündet. Ja, ich bin unterwegs. Muss ich da jetzt einen Bär tot machen? Ja, es ist übrigens ein 3er mittlerweile. Ja, das denke ich mir wohl. Potz und Dirk. Nee. Mir dauert es noch ein bisschen, bis ich da bin. Oh, scheiße. Ich dauere noch ein bisschen länger, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch dauernd in Gefahr bringt. Schon, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Du kannst das heißt, eigentlich... ihr in Gefahr bringt? Ich fahre Metall sammeln. Bist du denn schon wieder auf dem Weg zu deinem Backruck? Ja, ich schwimme schon. Den sehe ich übrigens. Der schwimmt doch schön auf dem Wasser. Steht da ja oben. Gut, dann werde ich jetzt den Bär mal schießen hier. Hoffentlich überlebe ich das jetzt. 180 hat er noch. Schaffst du. Loco. Ja, so gerade. Nee. Also ja, doch. Hat aber einiges an Munition. Boah, hier, ich den... Jetzt schrie ich auch. So, der Bär ist weg. Gut, ich schwimme schon ziemlich. Ist euch schon mal aufgefallen, ich habe am Anfang der Erde dieser Folge Dünger in meine Beete gemacht. Der war jetzt fast weg, ne? Ja, ich habe auch gedüngt, ist doof. Ja. Ich habe alle Beete gedüngt, als der letzte gedüngt hatte, war beim ersten schon wieder leer. Ja, so ungefähr, wirklich, ne? Kannst du zugucken? Ja. Es ist so eine Sanduhr, so. Ja, ich glaube, ich muss doch nochmal auf die zweite Schmelzkammer gehen. Oh, das kostet Eisen. Oh, das kostet Eisen. 25 Stück. So, es dünkelt. Es dünkelt, ja. Miri rettet sich noch, wenn sie kann. Ich habe mein Zeug schon. Hast du alles? Ja, okay. Ja. Und wir sind fleißig am was auch immer machen. Unseren Poppes retten oder sowas. Ach, nächste Folge kommt bestimmt.
übermorgen. Und wenn euch das gefallen hat, ein Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao und bye bye. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.